Erstmal Glückwunsch an die Bullen, die hatten ja keine einfache Zeit. Seit Jahresbeginn war der Wurm drin. Zuletzt ging es scharf nach unten, 20% der S&P 500, der Nasdaq etwa 30%. Aber jetzt ist irgendwie alles ein bisschen anders. Die Bullen haben ein neues Narrativ. An das wird geglaubt und man soll ja die Feste feiern, wie sie fallen. Dementsprechend sollten die Bullen ihre jüngsten Triumphe nochmal ausführlich genießen, auskosten, denn sie dürften nicht allzu lange bleiben, diese Triumphe, denn dafür gibt es zwei entscheidende Gründe. Der erste Grund ist, faktisch steigen die Märkte gegen die Fed, denn was passiert, wenn die Kurse weiter steigen, wenn es weiter nach oben geht, dann würden sich die Financial Conditions wieder entstraffen und das will die Fed nicht, denn die hat ja gesagt, wir wollen die Financial Conditions straffen. Dazu gehören eben auch die Aktienmärkte. Warum will die Fed die Financial Conditions straffen? Um einfach das Missverhältnis zwischen Angebot und Nachfrage irgendwie wieder in Einklang zu bringen. Und wenn die Leute auf dem Papier reicher sind, weil zum Beispiel die Aktienkurse steigen, weil die Immobilienpreise weiter steigen, dann sagen sie sich, wow, ich will konsumieren, ich erzeuge also Nachfrage und dann ist nach wie vor zu wenig Angebot da und dann steigen die Preise, dann geht die Inflation noch weiter nach oben. Aber da hat die Fed gesagt, das wollen wir nicht, dass die Preise weiter nach oben gehen, sondern wir werden alles tun, damit Inflation is coming down, hat der Jerome Powell kürzlich ja gesagt. Aber es ist durchaus vielleicht noch Luft in dieser Rallye. Keine Frage, schauen wir uns das Surrounding, schauen wir uns mal die Umstände an. Hier sehen wir etwa den S&P 500, wie er leibt und letztlich gefallen war, jetzt aber eine Drehung reinbekommen hat, etwa von 3810 Punkte auf jetzt 4100 und um und bei 2030 Punkte. Also da ist durchaus schon etwas passiert. Der nächste große Widerstand, den Sie hier sehen, der ist so im Bereich 4140, 4150. Ginge es da drüber, dann kommt nochmal ein ziemliches Bollwerk. Das ist so im Bereich, naja, 4300 Punkte. Bank of America, nämlich Mr. Hartnett von der Bank of America, sagt, ja, das ist ein Summer Rally Bandwagon Growing. Also praktisch so eine Karawane, die sich jetzt hier aufbaut, zahlenmäßiger wird, die jetzt nach oben laufen will, was die Kurse betrifft. Und der Grund ist, dass man glaubt, wir haben jetzt Peak Inflation gesehen, also den Hochpunkt der Inflation, und dass die Fed nach zwei Zinsanhebungen im Juni und Juli dann erstmal eine Pause machen wird. Okay, das kann man erstmal ja so gelten lassen. Hier sagt aber Hartnett, naja, aber guckt euch mal den Ölpreis an. WTI heute über 116 Dollar, der steigt weiter. Das ist inflationär, das ist das eine. Und das andere ist, dass Hartnett sagt, ja, es ist Zeit dann diese Rallye so Stück für Stück wieder zu verlassen, also auszusteigen, aber not in a rush. Wir haben es nicht so eilig, also wir sind jetzt nicht in Panik, dass plötzlich alles wieder in sich zusammenbricht. Also das ist die Konstellation, in der wir uns befinden. Und nach 7 Wochen in Folge, einer der längsten Strecke der letzten Jahrzehnte, hat der S&P jetzt wohl in dieser Woche es geschafft, wieder eine Positiv-Performance zu leisten. Und eben diese Hoffnung, Fed wird nicht so ernst machen, etc., etc. Aber wie gesagt, je höher die Aktienmärkte klettern, umso ernster muss die Fed machen, umso mehr muss sie möglicherweise die Zinsen anheben. Faktisch lautete das Sprichwort der Bullen doch jahrelang, don't fight the Fed. Und hier bekämpfen sie die Fed. Die Fed wird sich das eine Zeit lang anschauen. Das wird ja nicht so, dass die jetzt alle dann sofort wieder draufhauen. Aber wenn diese Rallye nachhaltiger sein sollte, länger dauern sollte, neue weitere Kursgewinne bringen sollte, dann dürfte das doch durchaus die Fed wieder ein bisschen, naja, ungünstiger stimmen, könnte man sagen. Dass das jetzt irgendwie auch ein Stück weit überfällig war, das haben wir an diesem bärischen Sentiment ja gesehen. Wir haben hier etwa die Stimmung der Privatanleger in den USA nur noch 19,8% in der gestern veröffentlichten Umfrage bullish, aber 53,5% bärisch. Das sind natürlich Extremwerte, könnte man sagen. Normal sind ja immer mehr Leute bullisch als bärisch. Und dann sehen wir den Bank of America Bull Bear Indikator. 0,6, extrem bärisches Reading. Das sind eben dann so Kontraindikatoren, die darauf hindeuten, dass da durchaus etwas nach oben gehen kann. Und ich hatte vorhin schon diese Umfrage der amerikanischen Privatinvestoren hier zitiert und gezeigt, AAII. Und hier sehen wir, ja, wo sind die Leute denn eigentlich drin? Sind die in Aktien oder in Anleihen? Da sehen wir, die sind fast ausschließlich in Aktien. Und
kaum in Anleihen. Also wir haben jetzt praktisch den tiefsten Stand der Investitionen von Privatinvestoren in Anleihen. Darüber sollte man mal als Kontraindikator nachdenken. Denn wenn eine Rezession käme, dann haben Anleihemärkte die Tendenz zu steigen, respektive die Renditen zu fallen. Das ist eine Beobachtung, die man zumindest in den letzten Jahrzehnten machen konnte. Und hier sehen wir mal den langfristigen Abwärtstrend der Anleiherenditen. Den haben wir so ein bisschen gebrochen. Aber wir kommen nicht drüber. Wir waren ja bei der 10-jährigen Staatsanleihe bei 3,2%. Jetzt sind wir so im Bereich 2,7-2,75%. Haben da also schon wieder einen Schnaps nach unten gemacht. Und die Frage ist, war das ein False Break? War das ein Fehlausbruch? Ist das also etwas, was sozusagen, naja, zu steil war, auch im Anstieg? Wir sehen ja, das war schon ein heftiger Anstieg, den wir hier gesehen haben. Und heftig auch, und das erklärt auch ein Stück weit die Impulsivität dieser Rallye. Erstens Short Covering, viele, die Short standen, mussten eindecken. Zweitens sehen wir hier, dass Hedge Funds ihre Exposure in Aktien massiv runtergefahren haben. Die haben also verkauft. Und wer verkauft hat, der hat dann in der Regel Cash und kann wieder kaufen. Und so erklärt sich dann eben eine solche Strecke, eine solche Rallye. Und man sucht ja immer Anlässe. Der eine Anlass ist zu sagen, zu hoffen, das hat man so ein bisschen auch aus dem FOMC-Protokoll gestern gezogen, nach meiner Auffassung nicht ganz berechtigt, aber gut, Schwamm drüber, gell? Die Feste fallen halt, wie sie fallen. Aber sei es drum, also dass die Fed dann irgendwann vielleicht eine Pause machen dürfte. Und dann kamen heute die PCE-Verbraucherpreise und die werden ja ermittelt ohne die volatilen Kategorien Essen, also Food und Energy Costs, also jene Bereiche, die am stärksten gestiegen sind. Das ist ja eine Erfindung, diese PCE, Personal Consumption Expenditure, der frühen 1970er Jahre, als die Inflation auch so hoch war. Und da hat man sich gesagt, ja, wie kriegen wir das jetzt ein bisschen schöner gerechnet? Wir nehmen das raus, was am stärksten gestiegen ist, nämlich Nahrung und Energiepreise. War in den 70er Jahren auch so. Die Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich eben. Dementsprechend ist das eigentlich eine Kategorie, die, naja, nicht so richtig ernst zu nehmen ist. Zumal, wenn wir sehen, dass auch heute wieder die Prognose genau getroffen wurde, das gibt es sonst nur bei chinesischen BIP-Zahlen, da wird gesagt, wir erwarten ein Wachstum von 6,4% und siehe da, man erreicht mindestens 6,4%, vielleicht sogar 6,5%, also das Planungsbüro in Washington hat sehr, sehr gut funktioniert. Das hat schon so einen leicht sozialistisch anmutenden Charakter, aber für die Märkte war das super. Die haben sich gesagt, guckst du, nur 0,2% Anstieg zum Vormonat. Okay, wir haben 4,9% Anstieg zum Vorjahresmonat, aber im letzten Monat hatten wir 5,2. Das ist also schon mal rückläufig, klar. Und hier sehen wir dieser Anstieg in der wirklichen Kern-PCE bei 0,2%. Das war der geringste seit November 2020 und dann gibt es eben einige, die dann daraus den Schluss ziehen, Peak Inflation und ja, natürlich, wir haben jetzt einfach die Latte liegt höher, weil eben vor allem ab Mai letzten Jahres die Preise schon deutlich gestiegen waren. Das heißt, der Vorjahresvergleich, den so deutlich zu übertreffen, wird immer schwieriger, je höher ich die Latte lege, dementsprechend nicht so fürchterlich erstaunlich, aber da kommt jetzt ein ziemlicher Wermutstropfen in dieser PCE-Inflation, die heute gemeldet wurde, nämlich da wird auch immer gemeldet die Einkommen und die Ausgaben der Amerikaner. Und die Einkommen sind 0,4% gestiegen, etwas weniger als erwartet, die Ausgaben aber plus 0,9%. Und das bedeutet nichts anderes, als dass die Amerikaner jetzt wieder viel ihrer Sparreserven reduziert haben. Von 5,0% auf 4,4% ist die jetzt gefallen. Das ist einer der größten Rückgänge in einem Monat, die ich bisher gesehen habe. Und wir sehen jetzt, wir haben jetzt eine so geringe Sparquote der Amerikaner wie seit der Pleite von Lehman Brothers. Und da stellt sich natürlich die Frage, okay, die Leute, die gehen schon ein bisschen an die Substanz. Die können nicht mehr so ohne weiteres aus dem Vollen schöpfen, wie damals, als die Stimulus-Schecks ausgeschüttet wurden, als die Fed die Aktienkurse mit ihrer Liquidität nach oben getrieben hat. Die Zeiten sind vorbei, man lebt jetzt aus der Substanz, muss den Lebensstandard oftmals durch Kredite überhaupt noch, durch höhere Kredite
finanzieren, den man bisher hatte, und irgendwann ist Schluss mit lustig, da geht nicht mehr viel, und das ist der Vorbote für die Rezession, und Rezession wiederum heißt schlechtere Unternehmensgewinne. Das ist eben der Punkt, und wenn die Unternehmensgewinne schlechter werden oder geringer werden, dann stellt sich die Frage der Bewertungen. Die US-Märkte sind in vielen Teilen nach wie vor sehr, sehr sportlich bewertet. Dann Consumer Confidence, Uni Michigan, heute zweite Veröffentlichung, aber niedrigster Wert seit vielen Jahren, nämlich seit dem Jahr 2011, seit 11 Jahren also. Das Verbrauchervertrauen sackt also weiter ab, eben weil die Leute ahnen, oh, es geht ans Eingemachte. Und wir hatten vorher in der ganzen Geschichte dieses Index der Uni Michigan nur 12 Lesarten unter der Marke von 60, wie jetzt eben im Mai. Respektive, genau, Mai war jetzt die Zahl, und nur zweimal waren wir nicht in einer Rezession bei solchen Werten, nämlich August und September 2011, also eine kurze Spanne. Das ist schon bemerkenswert, also die Konsumenten fühlen sich bereits in einer Rezession, und wenn die Konsumenten sich in einer Rezession fühlen, dann kommt sie auch als Self-Fulfilling Prophecy. Hier sehen wir das nochmal in einem Chart von Christoph Barrault, der hier zeigt, in den letzten 70 Jahren gab es eben nur einmal in diesen August und September 2011 solch schlechte Werte außerhalb einer Recession. Und ja, klar, mit der Inflation, die wird irgendwann peaken, das ist ja gar keine Frage, denn das Niveau wird jetzt immer höher. Die Preisanstiege waren ja von Monat zu Monat nach oben gegangen. Dementsprechend geht die Latte immer weiter rauf, und dann die Latte nochmal zu überspringen, das ist auch für einen Hochspringer schwierig und auch für die Inflation schwierig. Je höher die Latte liegt, umso schwerer ist es eben drüber zu kommen. Aber wenn eine Gallone, wie Lance Roberts hier zeigt, eben in einem Jahr immer noch 5 Dollar kostet, dann ist Inflation null, aber die Preise sind trotzdem nicht gefallen. Das darf man nicht vergessen. Und wie auch Lance Roberts in einem weiteren Tweet hier zeigt, Inflation ist immer und überall ein monetäres Phänomen. Die Notenbanken haben Geld gedruckt. Das hat zunächst mal nicht zur Inflation geführt, weil die Geldumlaufgeschwindigkeit gesunken war. Dementsprechend war das lange kein Problem, aber dann Corona, Lockdowns, Ukraine, Krieg und Bums, dann wird es ein Problem. Wenn du den Geist aus der Flasche lässt, dann hast du vielleicht eine Zeit lang Glück, aber irgendwann kriegst du den Geist nicht mehr in die Flasche zurück, und das wird sehr, sehr schwierig, diesen Geist in die Flasche wieder zurückzubringen. Zumal wir eigentlich eine faktisch noch höhere Inflation in den USA haben, während hierzulande ja zum Beispiel bei der Inflationsberechnung nur Mieten eingerechnet werden, haben die Amerikaner die sogenannte Homeowner Equivalent Rent, die letztendlich eine etwas merkwürdige Konstruktion ist. Man inkludiert also nicht die Hauspreise, die ja massiv gestiegen waren, sondern kalkuliert, wie viel müssten denn die Hausbesitzer zahlen, wenn es nicht ihr Haus wäre, sondern sie da zur Miete drin wohnen würden. Merkwürdig, aber sei es drum. Jedenfalls sind die Hauspreise eben deutlich stärker gestiegen. Das heißt, die Vermögenspreisinflation, wenn man sie so bezeichnen mag, die war faktisch stärker. Dementsprechend ist gerade diese PCE, Consumption Expenditure, ist eine Schönrechnerei. Das kann man wohl nicht anders sagen. Die Fed hat jetzt zwei Möglichkeiten, wie Mohamed El-Erian sagt. Entweder sie tritt stark auf die Bremse, dann ist die Rezession garantiert, oder sie tritt zu wenig auf die Bremse, dann ist ein Wiederaufschießen der Inflation garantiert. Also es sind zwei Übel, Pest oder Cholera. Man darf gespannt sein, für welche Krankheit sich die Fed entscheiden wird, aber wir haben auf jeden Fall gesehen, wenn Geld günstig ist, you invest in stupid things. So hat es Jim Hageman Snape einmal formuliert. Also je günstiger das Geld, umso dümmer die Investitionen, weil man einfach weniger drüber nachdenkt. Wenn man irgendwie so aus dem Vollen schöpfen kann, oh, Geld ist ja reichlich da, dann kauft man eben auch solche Sachen wie Meme-Stocks, etwa AMC oder GameStop, die heute wieder mal massiv nach oben schießen. Hurra, hurra, hurra. Also es ist sozusagen, sagen, wenn ich sie raus, dann wird der Dreck nach oben gespült, wie der Norddeutsche sagt. Nee. Dementsprechend ist das natürlich für diejenigen, die drin sind, hübsch, aber es ist kein Langfristinvestment aus meiner Sicht. Und auch diese Rallye dürfte langfristig nicht Bestand haben. Kommen wir mal nach Deutschland. Hier absurde Meldungen, Preise zu niedrig.
Landwirte zerstören aus Protest Erdbeerfelder, weil sie sagen, wir tragen das Risiko, aber haben praktisch keine Gewinne, sondern der Einzelhandel macht die Gewinne. Die schlagen ihre Marge obendrauf, während die Produzenten das nicht können und tun. Und dann kommt eben der Zeitpunkt, wo die Produzenten etwa von Erdbeeren sagen, dann liefere ich nicht mehr, dann zerstöre ich lieber meine Ernte. Und das führt natürlich zu einer weiteren Knappheit. Dadurch steigen die Preise noch mehr. Das ist ein Teufelskreis, in dem wir uns jetzt bewegen. Und der wird nicht unproblematischer, zumal wir hier in Europa wahrscheinlich oder in Deutschland kein Peak Inflation gesehen haben, also nicht den Hochpunkt der Inflation, denn, wie Jörg Krämer zeigt, wir dürften wahrscheinlich im Mai eine Inflationsrate von 8,0% bekommen. Erstens hat sich Energie mal wieder verteuert. Und zweitens ist die Kerninflation wohl weiter gestiegen, also ohne Nahrung und Energie von 3,5 auf 3,8. Der Preisanstieg wird immer breiter, also wir sind noch ein gutes Stück entfernt von Peak Inflation, ob die Amerikaner auch, das wird sich noch zeigen. Abschließend, meine Damen und Herren, bevor ich Sie ins wohlverdiente Wochenende lasse, zwei Artikel, die ich Ihnen dringend ans Herz legen möchte. Erstens Xi Jinping und Li Keqiang, Mechanismen einer Diktatur in China. Da gibt es eine völlig absurde Situation. Li Keqiang möchte die Wirtschaft irgendwie wieder nach oben bringen, die ja ziemlich da niederliegt durch die Lockdowns. Aber Xi Jinping ist vor allem jemand, der sagt, ja, wir müssen zeigen, dass wir das Virus beherrschen. Das sind widerstreitende, sich widersprechende Positionen. Und wenn Sie jetzt Beamter in China sind, müssen Sie gucken, der eine sagt das, der andere sagt das. Wo soll ich mich jetzt hinorientieren? Und das führt zu Chaos und teilweise zu Entscheidungslosigkeiten. Also, dass Beamte schlichtweg nicht entscheiden, weil sie sich nicht in die Nesseln setzen wollen, weil sie zwei Herren gleichzeitig dienen, die komplett unterschiedliche Dinge sagen. Hochinteressanter Artikel eines Zeitgenossen, der das direkt vor Ort in China eben beobachten kann. Und dann zweitens Rezession im Anflug. Und das ist so ein bisschen das Thema auch dieses Videos, denn das Außenhandelsbilanzdefizit sinkt. Warum das darauf hindeutet, dass irgendwas nicht mehr so richtig funktioniert in den USA, warum wir da auf eine Rezession zusteuern, erfahren Sie in diesem Artikel. Und jetzt ins wohlverdiente Wochenende. Ich sage Servus, ciao.